Ein bisschen Thema, fangen wir mal an. Also wer mich nicht kennt, mein Nickname ist RF Guy. Schon länger im Chaos unterwegs, habe auch vor Jahren mal auf dem Easter Hack dieses Projekt vorgestellt. Womolin, mittlerweile haben wir uns auch ein Logo designt. Und heute geht es halt darum, einfach mal zu zeigen, was wir so reverse-engineeringstechnisch gemacht haben, wie diese ganzen, Hersteller von Womolin ticken und wie unsere Idee aussieht, wie man das in eine moderne Welt hineinbringen. Und mittlerweile ist auch eine recht interessante Community drumherum entstanden, die eigentlich schon viel geschafft hat. Und darüber möchte ich heute ein bisschen was erzählen. Fangen wir halt an, mal mit so dieses Standardthema, was wir haben, ist halt mal das Thema Heizung, weil das eigentlich jeden, der ein Fahrzeug hat, betrifft. Und erstmal, die meisten haben halt das System der Firma Trummer, beziehungsweise die Firma Alde wurde irgendwann von Trummer gekauft. Wer es nicht kennt, Alde ist im Prinzip so eine kleine Warmwasserheizung, funktioniert wie zu Hause. Und da gibt es halt, sage ich mal, nicht wirklich moderne Methoden, das zu steuern. Angefangen hat das alles, dass ich mal einen alten Wohnwagen gekauft habe. Mittlerweile habe ich ein Wohnmobil, auch das dritte immer wieder ein anderes gekommen, weil wenn ein Wohnmobil fertig ist, wird es ja langweilig, muss man wieder ein anderes haben. Genau. Trummer nennt das Ganze TIN-Bus. Es ist im Prinzip ein LIN-Bus, Local Intershare Network heißt es. Im Prinzip hat das die Automobilindustrie mal entwickelt, zum Beispiel für eine Autotür, wo zum Beispiel ein CAN-Bus viel zu, zu komplex ist. Man hat in der Regel ein kleines Steuergerät und die kommunizieren halt über einen Einleiterbus mit diesen Steuergeräten. Das hat quasi die Caravan-Industrie aufgegriffen, weil ich kann es mit der beliebigen Topologie fürs Auto führen, das ist ein Eindrahtsystem, kein Busabschluss in der Regel. Im Gegensatz zu eigentlichen Automotive-Standard hat sich die Firma Trummer entschieden, das mit 9600 Baud zu machen. Dort im LIN-Bus gibt es immer einen zentralen Master. Es kann auch nur einen geben und dieser fragt halt die unterschiedlichen Komponenten ab, die alle unter einen oder mehreren verschiedenen IDs antworten. Diese IDs sind vorher im System festgelegt. Es ist also von vornherein klar, welche Geräte unter welcher ID dort zu finden sind. Das zentrale Bedienteil bei Trummer, es nennt sich CP+, beziehungsweise das haben sie ein ganz neues sophisticated, komme ich später noch ein, iNetX Panel gemacht, oder es gibt ein Panel der Firma Alde, die quasi als LIN Master fungieren. Und dann gibt es halt die Heizung oder eine Klimaanlage, das sind sogenannte LIN Slaves. Das heißt, die reden nur, wenn sie gefragt werden. Und auch die sogenannte eNetBox, die Trummer als Fernsteuerlösung auf den Markt gebracht hatte, gibt quasi auch nur, wenn sie angefordert wird, hallo, ich habe ein Update, was ich mir über SMS, also eine eNetBox spricht kein Internet, das heißt nur so, kriegt die quasi dann die Befehle vom Nutzer und kriegt dann quasi, setzt die Updates quasi rüber zum CP+. Beziehungsweise wenn der Kunde manuell was am Fahrzeug einstellt, dann wird quasi das zurückgegeben. Hier nochmal so im Prinzip die Topologie, die wir dafür haben. Da ist diese eNetBox. In der Mitte haben wir das zentrale Bedienteil. Dann gibt es halt entweder diese Kombi-Therme, die halt quasi sind 95% der Wohnmobile verbaut sind oder im Prinzip diese alte Wasserheizung. Und falls der Kunde dort eine Klimaanlage hat, dann kann er die mit an diesem Bus hängen. Und im Prinzip dann ruft man einmal sogenannte Reset-Preset-Funktion auf. Dann fragt quasi der LIN-Master alle bekannten IDs, die es in diesem System geben, ab, ob sie vorhanden sind. Und wenn dann entsprechendes Device antwortet, dann wird quasi hinterlegt, dass es zum Beispiel eine eNetBox gibt, eine Klimaanlage oder eine Kombitherme. Und so wird quasi die Adressierung dort gemacht. Hier sieht man mal so ein Reverse Engineering, wie ich das gemacht habe. Im Prinzip ist dort habe ich eine Steuerplatine, eine Heizung besorgt, habe mir dann quasi im Prinzip für die Temperatursensoren einen Lüfter, im Prinzip entweder einen Lüfter drangehängt oder die zwei Widerstände unten zeigen halt dann sozusagen, das ist dann der Lastwiderstand für den großen Lüfter. Und im Prinzip kann man da die Heizung zum Beispiel in den Elektrobetrieb schalten. Da gibt es eine Variante der Elektrobetrieb. Und wenn man beim Starten 12 Volt auf den Pin legt, dann denkt die Heizung auch, sie hat einen Elektroheizbetrieb. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der sogenannte Flammdetektor. Den muss man emulieren, aber das habe ich auch wieder festgestellt, das ist eigentlich nur eine Widerstanddiode. Das ist ein sogenannter Isolationsdetektor. Wenn die Gasflamme brennt, fließt dann Isolationsstrom und das ist quasi die Zündsicherung, wenn die Heizung ausgeht, wenn dieser Strom fehlt, dann geht die Heizung in Störungsmeldung. Im Prinzip kann man jetzt hier alle Betriebszustände einer Heizung nachstellen und dann entsprechend das LIN-Protokoll auf dem Bus
analysieren. Es reicht, so ein Salea-Klon, Logikanalyse für 15 Euro. Oder vom Microchip gibt es auch noch so ein Lin-Analyse, 60 Euro, mit dem man quasi diese Lin-Frames analysieren kann. Der Microchip ist etwas convenier, aber funktionieren tut beides. Und dann kommt man eigentlich relativ schnell, indem man die Betriebssysteme in diesen Geräten durchspielt, auch dran. Da sieht man einmal dieses CP-Plus-Panel, was man da hat, und halt oben die Platine, diese kleine, ist diese Inet-Box, und links daneben ist dieses neue Inet-X-Panel. Das hat mir auch mal der Truma-Vertrieb zur Verfügung gestellt. Komme ich später noch mehr zu. Im Prinzip ist das auch alles so. Es gibt verschiedene Protokollversionen. Eine sogenannte Version 3.0, die wurde so bis Mitte 2018 benutzt. Im Prinzip habe ich dort die Lin-Frames 0.1 bis 0.8. Damit wird quasi in jedem Frame quasi einem kommandiert, welche Solltemperatur, ob einem Warmwasser erzeugt werden will, welchen Energiemix ich habe, wird quasi in jedem dieser Frames quasi kommandiert. Dann fordert der Lin-Master quasi auf, jetzt schick mir mal Lin-Frame 16. Dann schickt die Heizung quasi ihren Status, zum Beispiel, wie sind die Temperaturen, die die Heizung misst. Habe ich meine Betriebstemperaturen, meinen Status, schickt sie über dieses Frame zurück. Dann schickt quasi immer der Lin-Master ein sogenanntes Diagnostik-Request und der ID3C. Und dann kommt ein Antwort-Frame zurück, auch hier wieder nach Aufforderung, wo dann quasi die Heizung die gewünschten Daten nochmal liefert. Das sind detailliertere Daten, nochmal die einzelnen Temperatursensoren, ob ein Fehler vorliegt. Lustigerweise wird es immer intervallmäßig, es gibt quasi immer den vorderen Kommandosatz, der quasi dies 0116, das wird quasi auch aus Keeper-Live wiederholt, und dann wird immer ein unterschiedlicher Diagnostik-Request gestellt mit einer unterschiedlichen Antwort. Dort gibt es immer drei verschiedene und die Heizung schickt das quasi dann immer zurück. Und das wiederholt sich dann immer wieder. Dann wurde 2018 quasi diese Hardware modernisiert. Es gab eine neue Steuerung mit anderen Steckverbindern. Ja, muss natürlich alles neu machen. Und dann hat man das Kommandosystem ein bisschen umgestellt. Dann gibt es quasi nur noch ein Kommando in einem 8 Byte-String sind quasi alle Kommandos der Betriebszustände der Heizung drin. Sie liefert dann über die Frames 21, 22 den Status zurück. Dann kommt im Prinzip genau dasselbe Diagnostik-Request-Return. Und was es halt auch gibt, ist ein neues, dann die ID 17. Dort ist zum Beispiel die Klimaanlage. Wenn man eine Klimaanlage in den Bus stellt, dann wird quasi da einfach nur über einen String und auch wieder Diagnostik-Request-Return das zurückgeliefert. Ja. Steuert wurde das alles von dieser Inet-Box. Ja, Vorteil ist, wenn man dieses Inet-Box-Protokoll nimmt, man kann also quasi eine vorhandene Heizung, ich setze mich einfach als Slave hinzu, mache ein neues Inet, ich kriege quasi bekannt gemacht, okay, es ist eine Inet-Box da. Und Vorteil ist, wenn ich jetzt da eine eigene Lösung machen will, ich kann mich einfach als Slave damit dranhängen, ich kann einfach das Binital drin lassen. Und das funktioniert auch bei der Klimaanlage, bei der Alde. Und lustigerweise, wie vorher schon gesagt, war das halt quasi per SMS. Am Anfang auch immer so, SMS hat halt überall funktioniert, aber mittlerweile ist GSM halt, in Schweiz zum Beispiel gibt es das nicht mehr, wird auch in Deutschland nicht mehr so lange leben. Und im Endeffekt, diese Box ist dieses Jahr abgekündigt. Truma hat jetzt die Händler angeschrieben, gibt es nicht mehr. Wie lange das noch lieferbar ist, keine Ahnung. Ne? Im Prinzip, lustigerweise, ist das immer noch das alte Protokoll. Da gibt es auch ein ID 18. Da wird dieser Status zurück quasi abgefragt. Und dann gibt es dort auch wieder über auch die Diagnostik-Request. Ich sage zum Beispiel über 3-2 für die Diagnostik-Request. Gib mir mal die Fernsteuerinformationen, hattest, dann kommen 7-mal das 3D-Frame durch. Dort sind quasi alle Betriebszustände, den der Lin-Master einnehmen soll, integriert. Der Lin-Master sagt kurz App-Steuerung und sagt dann, okay, jetzt nehme ich die neuen Werte, also die Heizung ist jetzt nicht mehr aus, sondern ist Betrieb und ich möchte zum Beispiel Warmwasser mit 40 Grad haben. Das geht natürlich auch umgekehrt. Im Prinzip, wenn der Nutzer jetzt was an der Heizung selber am Bedienpanel verstellt, dann muss ja auch quasi die Fernsteuerung wissen, was die Heizung gerade macht. Und da schickt einfach der Lin-Master 7-mal einen 3D-Frame zurück. So, bitte, das ist jetzt der aktuelle Betriebszustand und am Schluss gibt es noch eine Bestätigung. Das ist dieses Inet-X-Panel, was Truma und der großen Tamtam letztes Jahr quasi auf den Markt gebracht hat. Ne, ganz alles ganz neu. Ne, erstmal zur heutigen Zeit ein resistives Touch-Display finde ich jetzt auch nicht mehr absolut zeitgemäß. Es
Ne? Und was das größte Lustige ist, man macht ein Bedienpanel als Austausch und man macht erstmal einen anderen Stromversorgungsstecker dran und natürlich passt auch das Loch nicht, wo es reinpassen soll. Also auch jeder Wohnmobilhersteller, der jetzt quasi ein neues Bedienpanel geliefert hat, kann erstmal deine CAD-Daten anpassen. Ne? Kann auch nur noch mit Heizung ab 2018 reden, also das neue Protokoll, das TIN 4.1. Kann wohl deshalb auch keine Inetbox, muss ich noch testen, weil die halt auf dem alten Protokoll-Stack basiert. Und es gibt quasi von Truma keine Fernsteuerlösung mehr für diese Heizung, weil soll irgendwann per Software-Update kommen. Wie es funktionieren sie, ist mir nicht bekannt, weil das spricht nur Bluetooth. Also man kann quasi direkt lokal mit Bluetooth, mit einer Inet-X-App, die ja irgendwie in der Microsoft-Cloud hängt, damit reden. Wie die Remote-Anbindung funktionieren soll, wird es irgendeine Box geben? Weiß nicht. Truma bietet auch so einen Gaslevel, so einen Ultraschallsensor, und auch per Bluetooth. Wird seit 2 Jahren versprochen, dass es irgendwie funktionieren soll. Kommt nichts. Es hat auch einen CI-Port. CI, nochmal als Hinweis, ist, also die nennen es CI-Bus, es ist vom Caravan Industrieverband vor 10 Jahren groß angekündigt, die Fernsteuer- und Steuerlösung für Caravans. Das alte Bedienpanel gab es nur eine Sonderversion, was diesen Stecker hat, hier ist er bestückt, aber es gibt nur sogenannte Pro-Version, die nur Fahrzeughersteller kaufen können, dort ist er dann in der Software aktiviert. Das Einzige, was Vorteil ist, es zeigt das Klartext-Fehlermeldung an, vorher gab es halt eine griffbliche Fehlermeldung, wo der Kunde dann wusste ja auch, was ist jetzt los, und muss dann in der Beschreibung suchen. So, ich nenne es einfach mal Caravan Inferno CI. Das wurde so vor circa 10 Jahren, hat der Caravan Industrieverband einen großen Tamtam, jetzt gibt's die große Steuerlösung, wo alle Wohnmobile drin arbeiten können, und das wird das Beste. Ist im Prinzip auch ein Linbus. Gibt eigentlich immer noch relativ wenig Komponenten, wenn man sich halt überlegt, dass das vor 10 Jahren quasi in Anführungszeichen standardisiert wird. Diese Dokumentation davon bekommt man nicht. Man muss also Mitglied in diesem Caravan Industrieverband werden. Dann muss man einen NDE unterschreiben. Ich habe jetzt mit mehreren Leuten geredet, die dort Komponenten für entwickelt haben, die sagen, naja, die Dokumentation war so schlecht, dass sie im Prinzip sich dasselbe gemacht haben wie ich. Sie haben es halt reverse engineered und geguckt, wie es funktioniert. Es gibt dort keine generischen Devices, das heißt, eine Klimaanlage oder eine Heizung ist nicht eine Heizung, sondern jeder Hersteller, der Komponenten dort für entwickelt, macht quasi was Eigenes. Das heißt, ich muss jeden Treiber dort, den ich dafür schreibe, muss ich quasi im Vorfeld wissen, was für ein Gerät habe ich überhaupt da. Ich muss also erstmal das Gerät fragen, was es ist. Ne? Und es ist so, ich muss quasi diese Schnittstelle in meine Komponenten integrieren. Wenn ich jetzt also irgendwie ein Dimmer-Modul mache, einen Elektroblock, ich muss diesen CI da rein entwickeln. Ich muss in diesem Verband Mitglied werden. Im Prinzip jeder muss quasi dann wieder quasi diese neuen Informationen wieder in diese Software reinmachen. Ja. Ziel vom Womolin-Projekt ist, dass es ja eine komplett offene Open-Source-Firmware werden soll. Also wenn ich da im Prinzip jetzt Mitglied im Caravan Industrieverband werde, könnte ich ja gar nicht die Software offenlegen. Ich müsste irgendwelche Binary-Plops machen. Und man muss halt auch sagen, der Linbus wurde Anfang der 2000er in der Automobilindustrie quasi implementiert. Ist halt auch einfach nicht mehr Stand der Technik. Es ist auch hier im Prinzip das Bedienpanel, ist ein zentraler Lin-Master, der hier mit Automotive-Standard 19200 Bauart machen. Der pollt quasi alle bekannten Lin-IDs periodisch ab. Das ist aber auch wieder abhängig von der Firmware. Und was wir hier jetzt auch sehen, es gibt also einmal eine Truma-Klimaanlage, die unter ID17 antwortet, und es gibt eine Dometic-Klimaanlage, die unter ID17 antwortet. Hier mal als Beispiel 2 Kommando-Frames, wie die aussehen. Und zurückkommt quasi, es ist eine komplett, selbst die Byte-Positionen sind unterschiedlich, wo der im Prinzip seine Kommandos reingibt. Also ich muss quasi im Vorfeld einstellen, was für ein Gerät ich habe, dass ich weiß, ich wollte richtig das Gerät anspeisen. Und natürlich, ich habe nur eine 2-Byte-ID, die ist natürlich relativ endlich. Mir wurde zugetragen, dass sie wohl mittlerweile Probleme haben, weil einfach der Adressbereich voll ist. Ja. Ja, also es ist einfach, man hätte auch einfach 2 dahinter setzen können, es wäre also gegangen. Der Linbus kommt ja auch an seine Grenzen, weil der halt einfach nur 2-Byte-IDs kann. Ich schicke quasi als Master eine Aufforderung an einen Slave, ID 17 bitte antworte jetzt mal. Und quasi, wenn diese kommt, direkt danach wird quasi das Timing auf dem Bus daher gesetzt und dann kann der erst antworten. Ja?
Und die Auflösung ist halt unnötig komplex, weil ich muss ja quasi im Vorfeld schon wissen, was da ist. Hier mal als Beispiel so eine Tabelle, was durchs Reverse Engineering gerade herausgekommen ist. Man sieht halt hier verschiedene Adressen, wie wir quasi herausgefunden haben, welche IDs gibt es überhaupt. Ja? Es gibt einmal immer diese ID und dann gibt es noch eine Protected ID, die quasi daraus berechnet wird. Und im Prinzip, hier ist im Prinzip bekannt, es gibt halt hier zum Beispiel CI/CP+. Das ist zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Trummer-Bedienteil habe, dann gibt es halt dort verschiedene IDs. Die Kommandostruktur ist im Prinzip ähnlich wie der, was Trummer selber macht. Also jeder Hersteller nimmt quasi seine Interpretation dieser entsprechenden Daten. Aber im Prinzip habe ich da jetzt herausgefunden, es gibt halt einen Kühlschrank, der gibt quasi einen Status raus. Dometic Freshjet ist zum Beispiel eine Dometic-Klimaanlage. Aventa Komfort ist die Trummer-Klimaanlage. Dort muss ich aber immer noch zwingend dieses CP-Plus-Bedienteil verbauen, weil Trummer lässt es zum Beispiel nicht zu, dass ich einfach sagen kann, ich kann die Geräte direkt steuern. Man muss dazu sagen, jedes Device, auch eine Heiz- und Klimaanlage, hat eine eigene Regelung. Also ich tue nicht Regeln, wo ich zum Beispiel ein System quasi kaputt regeln könnte, wenn es nicht richtig macht, sondern ich gebe da nur einen Betriebszustand vor. Ja, eine Heizung kann ich maximal auf 30 Grad stellen. Die ganze Sicherheitstechnik ist auf der Steuerung der Heizung, sondern ich kommandiere nur. Und das macht es eigentlich unnötig kompliziert. Im Prinzip auf dem Markt gibt es halt relativ wenig Komponenten. Hier oben einmal dieses Teil mit der gelben und roten Buchse. Das ist jetzt das alte Bedienteil von der alten Heizung. Das hat einen aktiven CI-Bus. Ich kann quasi dort direkt quasi mit CI reden. Rechts daneben sieht man so im Prinzip den Kühlschrank im Prinzip. Da ist auf diesen grauen Leitungen, die man da sieht, da ist halt dieser Bus drauf. Links unten ist das spezielle Bedienteil, dieses CP-Plus-Bedienteil, wo die zweite Buchse tatsächlich bestückt ist. Das Bedienteil habe ich auch durch Zufall in eBay-Kleinanzeigen gefunden, weil es einfach faktisch für einen normalen Anwender, der sein Wohnmobil einfach steuern will, nicht verfügbar. Und da auch rechts, das ist eine Dometic-Klima, da gibt es auch einen Stecker, der oben der Decke dann irgendwo drin ist, wo dann diese Sinnbusader rausfällt. Ja, Master-Komponenten, es gibt ein paar Hersteller, machen. In der Mitte ist dieses Hümer-Bedienteil, da haben sie mit ganz großen Tamtam sich eine Steuerung für entwickeln lassen. Wenn man sein Fahrzeug remote bedienen will, kostet das 150 Euro im Jahr, dann Hobby-Wohnwagen hat ein bisschen was. Und ich habe durch Zufall, das ist rechts dieses Panel, das ist ein Dometic-Panel. Das war eigentlich mal gedacht für diesen Crafter von VW, den sie als Wohnmobil verkaufen. Und unten sieht man jetzt die entsprechende Ding. Und damit habe ich quasi verschiedene Wohnmobile, mein bekannter Wohnmobilhändler, einfach in verschiedene Wohnmobile immer drangehängt, guckt, redet das miteinander und dann quasi das Reverse Engineering gemacht. Hier bin ich in einem Wohnmobil, sieht man halt, hier ist das Panel, Klimaanlage und dann hier mit so einem Breakout-Board quasi auf den Bus gegangen und dort alle Geräte drangehängt und einfach geschaut, was für IDs gibt es dort. Ja. War auch lustig, die VW-Software, die drauf war, konnte halt wirklich nur eine Trummerheizung und im Prinzip, das war's. Und dann hat mir jemand die Knaus-Firmware zugespielt, wenn ich die drauf gemacht habe, dann liefen halt mehrere Komponenten und das ist im Prinzip diese Liste, die wir vorher gesehen haben, was im Prinzip gesucht wird. Leider sind noch nicht alle IDs bekannt, weil es ist halt immer schwierig, man weiß nicht ohne Dokumentation, was unter den IDs versteckt ist, man muss einfach Geräte dran stecken und schauen, was funktioniert. Im Prinzip die ganzen detaillierten Analysen quasi, das haben wir in unser GitLab gepackt. Da gibt es so ein Open-Dokument-Format. Dort kann man einfach nachschauen im Prinzip. Wir haben die Temperaturberechnung herausgefunden, wie man wo was kodiert ist. Also wer sich dafür interessiert, einfach reinschauen. Da ist alles drin. Komme ich später zu. Es gibt auch mittlerweile schöne Implementierungen dafür, wie man, wo schon Leute quasi das Ding in den Home Assistant gebracht hat. Haben auch schon angefangen, da fing das halt an so, die ersten Leute, hier auch meinen ganzen massiven Dank an Daniel Fett, der hat quasi als allererstes eine Implementierung für den Raspberry Pi gemacht. Der hat auch sehr interessante Vorträge gehalten, wo es zum Prinzip, der hat auch sein Mobil relativ automatisiert und mit dem Raspberry Pi. Und im Prinzip, man kann auch statt diesem Interface, das ist halt nett, weil da ist im Prinzip eine galvanische Trennung drin, drei Buchsen, wo man im Prinzip sofort auf die Trummerheizung geht, aber es reicht auch so ein kleines Breakout-Board mit so einem Lint-Transceiver, das es für 10 Euro gibt, um das quasi zu verbinden.
Ganz neu kamen es auch Leute, ja, wir hätten das gerne direkt mit dem ESP32, das ist unten die Platine, ich habe sie jetzt nicht mit, weil wir haben quasi bis gestern noch dran debuggt. Ja, und dann habe ich auch festgestellt, RJ45-Buchsen mit Trafo drin gibt es mit verschiedenen Pinouts, natürlich die falsche Buchse drauf, ja, aber im Prinzip funktioniert schon. Das wird auch in Zukunft sozusagen der Enet-Box-Ersatz werden, wo man halt auch eine Lösung hat, wenn man quasi, man steckt sich quasi als Slave, quasi als Enet-Box, oder man kann ja auch das Bedienteil halt komplett emulieren, an die Heizung an oder Klimaanlage, was man hat. Und wenn man das Gerät dann halt selber ins Internet hängt, dann kann man das bedienen. Gibt's auch einen Softwarecode, nennt sich Enetbox MQTT. Einfach ein ESP32 nehmen, Lintransceiver, wenn man es selber machen will, ist alles schön dokumentiert. Kann man quasi seine Heizung ganz einfach jetzt quasi in seine Automatisierungslösung einbinden. Oben quasi haben wir so ein schönes Gehäuse beim schnellen Ali gefunden, haben noch ein paar rausmachen, und was ich halt dann noch zugemacht habe, ist ein LAN-Port. Dann kann man es halt anbinden über WLAN. Wird auch Zukunft weiter, da haben wir auch schon eine Lösung für, das ist so Gaslevel, wo wir einfach mit so Wegezellen quasi die Gasflasche wiegen. Das wird im Prinzip auf demselben, das ist einfach ein ESP32, den man auch ins Netzwerk hängt, wird kommen. Genau. Womelin Gas Level, Water Level ist bei uns im GitLab drin. Da ist auch schon der Softwarecode da. Kann man sich einfach so ein ESP32-Board nehmen, meldet sich halt erstmal als mit dem Ad-Hoc-WLAN an, kann sich dann mit dem Netzwerk seiner Wahl verbinden. Und da werden wir demnächst auch eine Hardware machen. Aber bei uns ist es immer so sein, die Software ist komplett offen. Wer das einfach benutzen will, soll es benutzen. Für uns Hobby-Nutzer einfach hängen. Das Powerboard kommt demnächst. Auch hier war so eine Geschichte, wo ich kenne auch Bekannten, der mit im Projekt arbeitet, die machen jetzt so Kastenwegen-Ausbauten. Es gibt auf dem Markt keine vernünftige Elektroverteilung. Ja. Dann wollen wir natürlich auch das Single-Pair Ethernet nach vorne bringen. Das ist, deshalb werden wir später von dem ESP32 auch mal so eine Variante rausbringen. Und halt die Coreboard-Entwicklung. Ja. Kommen wir zum Thema Single-Pair Ethernet. Das haben wir auch erstmal durch Zufall gefunden, dass es das mittlerweile gibt. Das wird wohl im Automotive jetzt auch schon eingesetzt. Nennt sich 100T1. Es gibt auch eine 10 Mbit, ist wohl demnächst auch eine Gigabit-Version. 100 Mbit, sage ich mal, sind für ein Wohnmobil völlig ausreichend. Kann 15 Meter Länge drüber fahren. Ist einfach so ein verdrilltes Adernpärchen. Es gibt dafür einen definierten Stecker, aber im Prinzip, man kann nehmen, was man will. Der Stecker ist nicht speziell. Komponenten sind verfügbar mittlerweile, also man kann das auch die Chips kaufen, sind entsprechend bei Mauser verfügen, was ein bisschen problematisch ist. Die detaillierte Doku ist halt unter min.de, und dann kommt halt NXP, sagt so, ja, wir hätten gerne eine Firmengründungsurkunde, und gibt's halt beim Freiberufler nicht. Denkt man, das kriegen wir noch hin. Nett ist auch hier, es gibt halt so einen fertigen Switch. Mal gucken, ob das die Kamera irgendwie so nochmal einfangen kann, dass man mal diese Größe sieht. Das Ding ist so groß wie eine Kreditkarte im Prinzip. Und hat halt im Prinzip ein RJ45 drauf. Diese untere Buchse ist ein weiteres LAN-Port, da ist ein Kabel dabei. Und der hat halt alle Füß quasi schon drin. Oben diese 6 Stecker, die man da sieht, sind im Prinzip, das ist alles, da kommt nur so eine kleine Common-Mode-Drossel hin und wird quasi, der Füß quasi in diesen Switch integriert. Und lässt sich halt super einfach vernetzen. Und wenn man jetzt in die Entwicklung reingeht, gibt's hier auch noch so einen kleinen Adapter. Das macht einfach eine Umsetzung von normalem 100 Mbit Ethernet auf Single-Pair Ethernet. Ist ein bisschen schwierig zu bekommen, mit 70 Euro auch zu teuer, aber die Produktionsunterlagen sind verfügbar. Also wer da Lust hat, wir werden das wahrscheinlich demnächst einfach beim GLC nochmal bauen lassen. Das wird wahrscheinlich, vermute mal, so 15 Euro machbar sein, was da die Herstellkosten für das Ding sind. Da ist ein kleiner Controller drauf, der quasi die zwei MDC, MDIO von den zwei Füßen bespielt und quasi richtig einstellt. NXP stellt diese Softwarecode zur Verfügung. Hier eigentlich so das Konzept, was wir uns vorstellen. Wir haben ja quasi, also ich habe das damals entwickelt, da gibt es auch ein paar Leute, die dieses Prototypenboard habt. Das ist halt hier dieses Board, das war damals so eine Idee, dass man im Prinzip alle Schnittstellen hier drauf hat. Wir haben ja im Prinzip diese ganzen Low-End-Devices, halt diesen Linbus. Victron hat halt diesen VE-Bus, was im Prinzip ein UART ist.
RS-485, um zum Beispiel einen Stromzähler auszulesen oder für manche Komponenten CAN-Bus drauf ist. Das werden wir auch noch gucken, dass wir das wieder zum Laufen kriegen. Da ist ein Platz für ein Raspberry Pi drauf. Und da werden wir dann einen MQTT-Broker drauflaufen lassen, dass das auch funktioniert. Hier ist ein älterer STM drin. Im Prinzip mussten wir das alles ändern, weil die Liefersituation so schwierig durch Corona gewesen ist, dass dieser Chip momentan, das ist so ein L4, faktisch nicht verfügbar ist. Wir haben hier im Prinzip diesen zentralen Core, wie der jetzt geplant wird. Wir haben dort im Prinzip diese ganzen Low-End-Protokolle, der hat netterweise hat der 9 UARTs und 2 CAN, den wir jetzt ausgewählt haben. Dort kommen quasi Dinge. Und wir werden halt für jedes dieser Geräte, was wir reverse-engineert haben, es wird ja nicht nur Truman alle sein, es gibt ja noch von Votronic Büttner, sie haben wieder einen seriellen Bus, es gibt irgendwelche Elektroblots, die per Linbus oder RS-485 reden. Und Ziel ist das halt, das alles zu reverse-engineeren, dass man im Prinzip jegliche Komponenten, die es irgendwie quasi Leute haben oder auf dem Markt halt verfügbar sind, dass wir die einfach steuern können. Also hier ist ein ganz anderer Ansatz. Im Prinzip der Softwarekern gibt es einen Treiber für und man unterstützt halt alle Devices so, wie sie sind. Also entweder gibt der Hersteller wie bei Victron die Information raus und man sagen können, ja, könnt ihr so ansteuern. Oder wie gesagt, man muss es halt reverse engineeren, aber im Prinzip muss auch der Zulieferer oder der Lieferant, der es irgend so ein Gerät herstellt, nicht erstmal wieder eine Spezialvariante machen, sondern im Prinzip, ja, okay, können wir unterstützen. Wir stecken das einfach mit einem vordefinierten Kabel an und schreiben einen Treiber dafür. Und da ist halt immer noch quasi, also CAN-Bus ist dann schon hochmodern im Caravan-Bereich. Da gibt es, glaube ich, diese von Alco so eine Hubstützenanlage, die hat, glaube ich, CAN-Bus auf dem Bedienteil. In der Regel ist das irgendwas Serielles, Linbus-mäßiges. Und das ist so, da das Ziel in der SO-Schulverwerf. Dann haben wir im Prinzip unseren Core. Da wird in Zukunft ein STM32H7 drauflaufen. Dann dieser SBE-Switch integrieren wir drauf. Und dort kann ich einfach per Zweidrahtleitung meine Wohnmobilkomponenten vernetzen. Nimmt man einfach Vierdrahtleitung, nimmt noch plus minus 12 Volt drauf, kann dann quasi dort auch die Stromversorgung sicherstellen. Es gibt auch so eine Art Power over Ethernet, nennt sich PODL, Power over Data Line, ist aber relativ komplex, das elektrotechnisch zu machen. Wenn man in einem Wohnmobil ist, wo man 12 Volt verlegt, dann legt man es einfach mit. Oben ist dann das Ziel dran, auch wieder ein Displayboard zu machen. Kann man am Anfang auch einfach hingehen. Das fand ich auch ganz lustig. Das ist ein 7 Zoll Touch-TFT mit einem ESP32 und WLAN. Gibt's bei AliExpress. Und hat gekostet mit Zoll 33 Euro. Also man kann auch selber, wenn man was machen will, das einfach sagt, ich will jetzt mir einfach so ein Touch-Display in meine Wohnmobil, man kriegt das auch mit sowas. Ist ein bisschen langsam, es leckt ein bisschen, aber ich finde, für das Geld ist eigentlich super einfach. Dort, wenn man selber was machen will, zu machen. Genau, dieser Core hängt dann an, wir haben diesen Elektroblock, den nennen wir Power, dann dieses Gas-Level, Water-Level. Wir werden auch ein Dimmer-Modul machen. Und wenn man halt mehr Komponenten hat, man halt sagt, einfach werden wir auch nochmal so ein kleines Board machen, was dann einfach nochmal ein RJ45 und dann sage ich mal nochmal 6 oder 7 Single-Pair-Ethernet-Geschichte machen. Dimmer-Modul ist auch geplant. Und es wird immer so sein, dass wir quasi zwei Varianten machen, Leute, die halt nicht Single-Pair-Ethernet machen können und Lust haben. Dann werden wir auch einfach eine Variante mit dem RJ45 machen. Die ganzen kleinen Komponenten, nehmen wir ein ESP32, ist problemlos verfügbar. Ein bisschen problematisch ist wohl, dass es in Zukunft wohl keinen mehr gibt. Der ist soll irgendwann abgekündigt werden, der dann halt ein Ethernet-Pü und einen WLAN hat. Aber muss man sehen, was dann kommt. Der Core selber nochmal, momentan haben wir da ein STM32H750. Es gibt auch noch den 745, das ist eigentlich derselbe, PIN-kompatibel, der hat noch so einen zweiten Core, so einen M0-Core, das ist ein M4. Dann diesen SBE-Switch drauf. Dreimal werden wir VE-Bus drauf machen. VE-Bus ist eigentlich ganz normaler serieller UART, der halt noch Isolator-IC drin hat, um Masseschleifen zu vermeiden. Dann dreimal ein Linbus für CI-Bus, TIN-Komponenten, was auch immer. Dreimal RS-485, zweimal eine CAN-Schnittstelle. Ist auch interessant, zum Beispiel bei Fiat ist relativ einfach. Beim Ducato gibt es einen sogenannten Comfort-CAN. Da fallen zum Beispiel Positionsdaten raus vom GPS. Ich kriege Geschwindigkeitsdaten und Ähnliches, kann ich da relativ abgreifen. Dadurch, dass es Comfort-CAN ist, ist der auch abgeschottet zum anderen. Geht auch bei einem Sprinter, aber da muss man halt wieder extrem aufpassen. Wenn man da Mist baut, dann geht irgendwas im Fahrzeug nicht. Analog-Digital-Inputs.
Ganz wichtiges Thema ist auch Power Management. Nicht jeder hat Solar drauf, hängt stauend rum. So ein Wohnmobil kann ja auch durchaus mal 3 Monate am Straßenrand stehen. Auch hier war auf dem ersten Board auch schon so gemacht, aktives Power Management sozusagen, dass man auch wirklich Komponenten abschaltet. Und dadurch, dass ich den Vorteil habe, dass ich eigentlich immer über meinen Batteriezustand informiert bin, kann ich dort auch quasi, okay, ich habe jetzt keine Energiezuführung, ich habe keine Solar oder ich Schnee drauf, sage ich, okay, ich power runter und zum Beispiel, ich wecke mich nur noch 5 Minuten oder alle Stunde mal auf und schaue mal, ob im Fahrzeug alles in Ordnung ist. Und wenn alles in Ordnung ist, schalte ich die Peripherie wieder ab und lege mich wieder schlafen. Ja. Einmal ERAT45, wo man sich einfach an einen Router dran stecken kann. Und was wir halt auch in der Software machen, der ist jetzt schon portiert worden, einen zentralen MQTT-Broker, der hier auf einem RTOS läuft. Die ganzen Treiber für diese Devices, die quasi per Oldschool-Schnittstelle dranhängen, die werden sich dort auch als MQTT-Service machen. Und es soll auch so sein, dass man zum Beispiel eine Config auch einfach im MQTT quasi einspielen kann. Wer da mitmachen will, man muss jetzt nicht ein teures Board irgendwie machen oder sonst was. Wir haben das momentan auf diesem quasi kleinen SDM-Demo-Board hier. Das ist auch lustigerweise verfügbar. Ist mit dem 57 CPU ist noch so ein Touch drauf. Den kann man auch runterbauen, weil teilweise sind die Schnittstellen ein bisschen schwer erreichbar, weil die teilweise belegt sind. Und das kostet, glaube ich, 80 Euro bei Mauser oder sowas und ist sogar verfügbar. Und im Prinzip, wer Lust hat, die Software von uns einzusetzen, kauft sich einfach hier so ein Breakout-Board und kann dann im Prinzip einfach benutzen. Ja. Code veröffentlichen machen wir dann, wenn das einen sinnvollen Status erreicht ist. Großes Ziel ist, dass wir das halt auch mal auf dem Caravan noch zeigen wollen. Ich habe da wohl die Möglichkeit, mal jemand mit auf den Stand zu kommen und einfach mal den Leuten zu zeigen, was man mit so einer Open-Source-Lösung eigentlich machen kann. Funktioniert tut der Broker. Wir haben die ganzen Victron-Komponenten sind jetzt integriert, normale I/O-Komponenten integriert. Das nächste, was reinkommt, ist die Steuerung von Trummer, alte Komponenten. Dass man auch mal zeigen kann, im Prinzip, es gibt eine Lösung, die halt auch einen offenen Softwarekern hat. Momentan gibt es noch 2 Lösungen. Es gibt einen Kara-Control, der da was baut, der dann auch wieder im Prinzip eine relativ geschlossene Software hat. Auch diese Inetbox-Schnittstelle benutzt und es gibt Avicore, das sind Spanier, die unterstützen aber nur CIBUS-Komponenten und ein bisschen Victron und ein bisschen Mastervolt, aber auch da ist die Software relativ geschlossen. Und die haben auch so eine Box und im Prinzip hängt da einfach per serieller Schnittstelle ein Android-Device dran. Also entweder ein Tablet und dieses Android-Device quasi macht dann die Verbindung zu deren Cloud und zur App-Steuerung. Das heißt, wenn dieses Android-Device, Tablet oder Radio ausfällt, kann man dort auch nicht steuern, man bekommt nicht mal das Licht an. Nächstes hier, was das gerade wirklich hier ist, das quasi das, was gerade aktuell aus dem Keycard rausgenommen habe. Da habe ich jetzt viel Hirnschmalz drin, ist dieser zentrale Elektroblock. Auch hier mal wirklich nachgedacht für wirklich, wenn man ein Fahrzeug selber ausbauen will, aber auch wenn es ein Fahrzeugausbauer hat, gibt ja auch die Leute von TigerXP, die so einen schönen Stromstern gemacht haben, wo sie einfach aus der Not mal was gebaut haben, weil auf dem Markt gibt's nicht. Das unten hat im Prinzip, wir haben unten quasi so eine 60 Ampere Rail, das unten sind so Phoenix-Kontaktstecker, die können 72 Ampere, sind vierpolig, da kann ich zum Beispiel meine Batterie anschließen, meinen Solarregler, mein Ladegerät und ich brauche ja bei einem Fahrzeug auch immer einen Booster mittlerweile bei Euro 5, 6 beziehungsweise über Trennrelais die Fahrzeugbatterie und da kann ich quasi alles zentral fassen. Unten diese Stecker, das nennt sich RAS 5, das sind im Prinzip so Waschmaschinenstecker. Die haben auch den schönen Vorteil, es passt normaler 6,3 Flachstecker vom Kfz drauf, den man überall bekommt. Das heißt, wenn ich da auch mal was nachrüsten will oder diesen Stecker nicht habe, es gibt die mit Schraubklemmen, dass ich mir ein Kabel schrauben kann, es gibt die als Schneidklemmen, es gibt die als Krimp, aber im Notfall einfach so 2 Kfz-Stecker draufstecken, funktioniert. Im Prinzip, wir haben 2 bistabile Relais, einmal für die Unterstromabschaltung, wenn zum Beispiel die Batterie zu lange laden wird und dann nochmal so eine Hauptschalter, wo ich verschiedene Gruppen schalten kann. Dann gibt es dort 4 H-Brücken, das heißt zum Beispiel, um Wasserventile zu steuern, um eine Drittstufe zu steuern, elektrische Markise. Und alles ist auch direkt quasi per Anschluss mit dem Taster zu steuern. Das heißt, ich muss nicht über die Software gehen, ich kann auch an die Tür einfach einen Taster machen. Obendrauf wird noch eine 2. Platine kommen, die quasi das beschriftet und abdeckt. Und dort wird auch nochmal mit Tastern eine Notbedienung drauf sein. Das heißt, wenn mir mal die Steuerung ausfällt, versagt,
irgendwas ist, mein Urlaub ist nicht zu Ende, ich mache das Fach auf, wo das Teil ist, kann also quasi manuell meine Wasserpumpe einstellen, meinen Hauptschalter bedienen, kann eine Markise hoch und runter fahren. Oder es sind auch hier so diese vier Transistoren, vier Highside-Schalter drin, wo ich halt auch mal LED-Lampen mit steuern kann. Auch die werde ich dann einfach mit so einem Dip-Schalter ein- und ausschalten können. Ist zwar jetzt nicht convenient, aber im Prinzip funktioniert. Genauso sind, das sind diese 6-Poling-Stecker für die Markise oder Drittstufe, kann ich auch Endschalter quasi dort in die Relaisleitung einschleifen. Das halt auch im Prinzip so, wie das jetzt auch ist. Wenn ich das bediene, es schaltet automatisch ab. Hat auch nochmal 3 VE-Busse mit Schnittstellen. Das hat auch so den Grund, dass man im Prinzip den Solarregler auch hier anschließen kann. Und wenn zum Beispiel Solarüberschuss ist, kann ich den Kühlschrank automatisch auf 12 Volt schalten, dass in dem Sinne quasi auch überschüssige Solarenergie, die kommt, auch gleich verwendet werden kann. Das ist zum Beispiel ein Feature, was kein Elektroblock hat. Unten rechts ist nochmal so ein Strommessstand im Prinzip, wo ich quasi... Das ist so quasi hier so die 60-Ampere-Ebene. Für ein Wohnmobil, was jetzt keinen Wechselrichter hat oder irgendwelche anderen Hochstromanwendungen, ist das die zentrale Elektroversorgung. Falls ich dann noch einen Wechselrichter habe, habe ich in der Regel dann, viele haben es Lithium-Batterie. Und da bietet sich ja an, dass man dann diesen Smart-Shunt oder einen anderen Messshunt hat. Weil bei Lithium kann ich halt die Kapazität nicht anhand der Spannung messen, sondern ich muss quasi die Energiemenge, die in eine Batterie reinfließen, rausfließt, messen. Diese integrierten BMS können das per Bluetooth seriell mehr oder minder leidlich. Meine Erfahrung ist, dass man mit so einem Smartphone von Victron oder mit so einem Blue-Batterie, hat auch einer gebaut, so ein Batteriecomputer oder ob der von Votronic oder was immer ist, im Prinzip dort mir den Stand hole. Dadurch weiß ich auch immer, was ich im Fahrzeug an Energiemenge habe. Ich bin über meinen Energiezustand des Fahrzeugs informiert und kann dann auch hier wieder entsprechend reagieren. Und wenn jetzt zum Beispiel die Energiemenge zu klein ist, dann schalte ich als erstes mal das Hauptschalterrelais ab. Und wenn die Batterie zu weit entladen ist, bei einer Lithium-Batterie macht das BMS oder so irgendwann zu, aber zum Beispiel bei einer Bleibatterie eben nicht, dann kann ich halt sagen, okay, die Batteriespannung ist jetzt unter 11 oder 10,5 Volt gefallen. Wenn ich jetzt nicht abschalte, dann habe ich einen Schaden an der Batterie. Bleibatterien sind ziemlich allergisch, was das betrifft. Dann schalte ich da ab. Und ich kann aber immer noch sagen, oben über diesen Bedienknopf von dem Relais, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund, die Drittstufe ist noch draußen, dann kann ich dort manuell einschalten, kann halt die Drittstufe noch einschalten. Und diese Funktion, glaube ich, die Unterabschaltung, wenn wir so alle 5 Minuten machen, du kannst dann nochmal 5 Minuten was rausholen. Und dann solltest du aber schauen, dass du entweder Strom ansteckst oder mit dem Fahrzeug losfährst, dass es funktioniert. Oben auch nochmal Anschlüsse für Tanksonden, ob das jetzt so diese lustigen 25% Vierfingersenden ist oder so eine, die eine Spannung herausbringt. Wenn das im Fahrzeug vorhanden ist und die es einfach nutzen wollen oder ein Hersteller sagt, mir ist eine vernünftige Tanksonde zu teuer. Tatsächlich war eine Aussage, das war damals, als ich bei Firma Knaus mal war und mit denen geredet habe, ja, wir bauen diese 25% Vierfingersonden ein, weil wenn wir da Prozentanzeige machen, würden die Leute sich ja beschweren, dass das 3% daneben liegt. Lustiges Argument. Leider ist im Karan-Bereich immer das maximale Geld sparen beim Fahrzeug. Ist schade, weil wir würden alle gerne ein bisschen mehr bezahlen, wenn das Auto 500 Euro mehr kostet. Heute kostet ein Wohnmobil 65.000 Euro oder mehr. Ein einfaches. Und man hat, dann muss sich dann über irgendwelche Sachen ärgern, die vielleicht in der Herstellung 200 Euro gekostet hätten. Auch oben natürlich Single per Ethernet, der sitzt oben in der Mitte, habe ich einfach so einen 4-poligen Stecker genommen. Der versorgt dann quasi auch gleich den Core. Und von da aus geht's weiter, dass quasi alle Komponenten, die jetzt quasi nur ein Sensor sind oder sowas, klar, ein Dimmer-Modul versorge ich nicht drüber, mit versorgt werden. Vernetzen wollen wir das einfach über IPv6, ne, für interne Kommunikation. Das heißt, wir stecken unsere Geräte einfach zusammen. Zero Confination Networking waren quasi, es gibt ein Multicast DNS, jedes Device quasi multicastet seine Link-Local-Adresse mit seinem Device-Namen. Im Prinzip dadurch findet auch quasi jedes Gerät, was sich an das System zusteckt, findet halt den Broker. Ah, okay, da ist der Broker. Dann weiß ich, unter welcher IPv6-Adresse der erreichbar ist. Kann mich dort quasi anmelden und zum Beispiel ist es auch so, wenn zum Beispiel ein Device noch nicht verbunden ist, ich baue jetzt zum Beispiel 2 Dimmer-Module ein, die heißen jetzt, was ich weiß mal, Dimmer-Modul, dann erkennt aber auch automatisch, okay, ich bin noch nicht zugeordnet und dann sagt der Broker, es gibt schon eins sozusagen oder das Device sagt einfach eins, setz dich mal auf Version auf Nummer 2 oder Nummer 3 und kann quasi eine komplette automatische Konfiguration von Komponenten, die ich im System habe. Im Prinzip könnte ich jetzt auch sagen, ich nehme dieses ESP32-Modul, was die Heizung steuert, ich hänge es auch da dran, stecke es dran, ah, okay, da ist eine Heizung. Ja? Und das betrifft ja jetzt eigentlich unser Config nur diese Link-Local-Adressen, sobald jemand dort einen Router im System ist,
gibt es dort auch einen DNS-Server oder einen Gateway und der ganz normale IP-Traffic geht dann halt über der zum Router hin. Der Core selber ist jetzt geplant, eine REST-API zu machen, zum Abfragen der Metadaten, Jury-Konfiguration vernetzte Geräte. Der Benedikt ist gerade die Flutter-App am Schreiben, die dann halt auch im Prinzip, ob das jetzt ein Smartphone, Tablet ist, ein Desktop ist, ein Browser oder wenn man jetzt zum Beispiel ein Display einbaut, irgend so ein Industriedisplays, was mittlerweile auch ganz nett ist, es gibt halt auch mittlerweile Android-Radios, wo man normal Apps installieren kann, die halt nicht verdongelt sind. Und das soll halt auch das Ziel sein, das machen. Auch hier alles, die Software wird Open Source sein, kann jeder für nicht kommerziell frei verwenden. Ziel ist ja auch hier einfach, den Leuten den Spaß am Wohnmobil zurückzubringen. Und mittlerweile gibt es auch schon Herbing. Und was auch ganz sinnvoll ist, das wird es auch geben, ist LTEM. LTEM ist quasi eine, quasi relativ, im Prinzip der Mobilfunkbetreiber macht mir quasi ein VPN. Ich habe eine SIM-Karte. Diese Daten sind, nennt sich LTN, M2M, Maschinenkommunikation. Die sind lower priorisiert. Das heißt, habe ich nicht so eine Echtzeitverbindung, wie wenn ich im Smartphone irgendwo unterwegs bin, sondern im Prinzip, wenn ich jetzt mein Gerät fernsteuere, ich muss halt meine Daten komprimieren. Die Datenrate ist dort begrenzt, also auch die Datenmenge. Aber ich kann ja zum Beispiel meinen Status, ich habe es mal gesagt, ich kriege in 8x8 2-Byte-Matrix, kriege ich den kompletten Status eines Wohnmobils rein. Und diese Daten, diese Änderungsdaten übertrage ich dann einfach und kann dann halt relativ einfach, sage ich mal, auch Vernetzung machen, wenn es zum Beispiel, wenn man Internetkurort Deutschland unterwegs ist, wo der Internet mal wieder so hervorragend funktioniert, dann reichen mir auch relativ kleine Datenmengen. GSM ist halt einfach tot in der Richtung. Wie gesagt, die Schweizer haben es schon nicht mehr. 3G ist eigentlich auch schon fast überall weg und im Prinzip, man kann sogar SMS über LTEM schicken, das funktioniert auch immer noch. Und Prinzip jetzt die Lösung, die wir haben müssen. Generell bei diesen ganzen Sachen zu sagen ist, wo wir eigentlich den Fokus all drauf setzen, dass man auch auf den ganzen MQTT-Devices, die man hat, immer auf virtuelle Devices setzt. Zum Beispiel, mich interessiert doch auf der Bedienebene überhaupt nicht mehr, was für ein Heizungstyp ich gebaut habe. Mich interessiert, ich möchte mein Wohnmobil in eine bestimmte Temperatur setzen und ich möchte mein Wasser machen. Habe ich jetzt wieder eine Heizung, die zum Beispiel eine Energiewahl unterstützt, dann erscheint ein MQTT-Topic mit einer Form Heizung-Energiewahl. Ist das Topic vorhanden, weiß ich, dass ich einstellen kann, läuft die Heizung mit Gas, läuft die Heizung mit Strom oder läuft sie im Mischbetrieb. So, aber im Prinzip für eine Heizung muss ich einfach nur wissen, ich möchte jetzt eine Temperatur einstellen oder ich habe, die kann auch Warmwasser, ich möchte eine bestimmte Warmwassertemperatur haben. Und so kann man sich diese ganze Komplexität eigentlich, was für Geräte ich eigentlich im System habe, auf zurückführen, sage ich, das macht der Treiber, das macht quasi, dieses Gerät ist dran, das muss ich quasi einmal im Core einstellen, okay, da gibt es eine Heizung, aber zum MQTT-Broker ist einfach nur noch da, ist eine Heizung da und ich habe vielleicht noch ein Topic Energiewahl oder ich habe ein Topic Warmwasserwahl, wenn die Heizung Warmwasser hat, wenn ich eine Webasto-Standheizung drin habe, dann ist da einfach, gibt es diese Topics nicht und ich weiß einfach nur, ich kann einfach nur warm machen. Ist auch ganz nett, gerade sowas wie Basto oder sowas trifft, da ist das Protokoll auch Gott sei Dank schon relativ bekannt, was da gemacht wird. Und das ist jetzt das Ziel, dass wir eigentlich auch das Treiber machen und auch diese Ergebnisse quasi der Community zur Verfügung stellen, beziehungsweise auch unheimlich viel von der Community kriegen. Ja. Hier einmal nochmal dieses Inetbox-Pi, das war von Daniel Fett, der hat quasi von mir quasi gesagt, hier, schau mal da, so funktioniert, den habe ich letztes Jahr auf der UKW-Tagung in Weinheim getroffen. Bin ihm, der hat mich auch angesprochen, hör mal zu, ich will das mal steuern, du hast doch da mal was gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, guck mal hier, da ist das. Und der hat quasi jetzt auch, Inetbox-Pi ist im Hiefel auf dem Vorfeld zurückgehen, eine Emulation dieser Inetbox. Es gibt noch so einen ESP8266-Code, der quasi direkt das Panel ersetzt, der dann quasi als Lin-Master direkt redet. Und wenn man sich jetzt quasi diese neue Struktur von Truma anguckt mit diesem INET-X, muss man das auch machen, weil die im Prinzip dieses alte Inetbox-Protokoll nicht mehr supporten. Das heißt, ich muss quasi dann wirklich das zentrale Bedienteil sozusagen austauschen und sagen, okay, ich rede halt mit der Heizung direkt. Dann setze ich mich halt als den Master, sage halt einfach, Hammer Heizung, kommandiere, krieg das zurück. Wer sich interessiert, in dem Dokument steht alles drin. Dann die Inetbox MQTT, das ist quasi das System, was auf dem ESP32 funktioniert, hat er auch schon dokumentiert. Einfach ein ESP32 Breakout Board nehmen, ein Linbus Breakout Board oder das Interface von uns.
einfach nehmen, zusammenstecken und im Prinzip, ich kann mir das dann quasi, der schickt mir dann ins Netzwerk quasi als MQTT-Slave. Und es gibt jetzt schon tolle Lösungen mit HomeAssist oder mit anderen Lösungen, was Leute einfach gebaut haben. Und es ist das erste Mal, dass man eine Heizung einfach steuern kann und macht einfach Spaß. Wir haben es jetzt in unserer Community, ist so eine kleine Telegram-Gruppe, hat sich so ergeben. Es sind über 200 Mitglieder drin und mittlerweile auch so viele Fragen, die im Rundrum-Wohnmobil draufkommen, werden da halt auch einfach beantwortet, weil da ist nicht so, ja, hier dürfst du nur über das reden, sondern einfach, es merke es auch selber, ich bin Hälfte meiner Bekannten, der hat eine kleine Wohnmobilfirma, es gibt so wenig Informationen, es gibt keine Bedienungsanleitung, es sind irgendwelche speziellen Elektroblocks eingebaut, wo es wieder keine Dokumentation gibt, man muss über 37 Forums querlesen, um irgendwelche Informationen zu finden. Und das ist auch das Ziel, wo wir einfach sagen wollen, ja, lass uns doch mal einen zentralen Anlaufpunkt haben, wo einfach Leute die Hilfe brauchen. Auch die Händler, der ganze Service von einem Wohnmobil wird auf den Händler abgeladen. Der muss dann irgendwie mit seinen Technikern gucken, dass es irgendwie hinbekommen. Und selbst wenn man dann beim Hersteller nachfragt, ist die Dokumentationslage äußerst dürftig. Die kaufen das auch wieder irgendwie zu. Dann gibt es irgendeinen, der das mal zusammengedoktert hat. Und im Endeffekt wissen sie eigentlich selber nicht, was sie machen. Und der Unterschied zwischen Automotive, wo eine sehr hohe Integrationsdichte ist, alles so gebaut wird, dass auch der Mitarbeiter am Band das zusammenstecken kann. Im Wohnmobilbereich ist das überhaupt nicht so. Ein Wohnmobil wird von Schreinern zusammengebaut, so kann man es definieren. Weder die Wasserversorgung noch die Elektroplanung ist in irgendeiner Form mit Automobil zu vergleichen, sondern das ist einfach immer nur Handarbeit. Also Steckdosen, so Schoko-Steckdosen werden heute immer noch mit Schraubklemmen angeschlossen. Da muss jede Steckdose einzeln angeschlossen wird. Warum es dann nicht keine gibt, wo man hinten einfach einen Stecker in einen vorgefertigten Kabelbaum reinsteckt? Nicht fassbar. So. Gerne mitmachen bei uns. Also einfach, das ist einfach so. Wir suchen immer Leute, jetzt auch mit diesem ESP32-Board, wo ich herausgestellt habe, man sollte sowas nicht nachts um 2 machen und dann die Daten zum Fertiger schicken. Das funktioniert nicht. Haben wir jetzt 5 Leute. Im Prinzip, prinzipiell wissen wir, dass es funktioniert. Jetzt muss man da noch die Hardware ein bisschen ausbessern. Und das ist einfach Spaß. Ich gebe gerne jemanden einen Prototyp zum Selbstkostenpreis und hier, spiel damit rum, gib uns Feedback oder habt irgendwie eine schöne Idee. Ja, wollt ihr nicht mal dafür mal gucken? Wollt ihr euch das mal angucken? Oder auch super interessant ist, habt ihr irgendein Setup mit irgendwelchen Komponenten, wo wir noch keine Protokolldaten haben? Mittlerweile hat mir jemand was von Nordelektroniker geschickt. Es gibt von Votronic, von diesem VBS2 gibt es jemand, der was reverse-engineert hat. Und es ist halt auch immer wichtig, ich versuche natürlich mittlerweile so viel wie möglich an Hardware irgendwie zu haben, wo man es dann testen kann. Und macht halt einfach auch Spaß und im Prinzip, wenn der dann irgendeine Lösung hat, ja, nimm ESP32, hier ist ein Softwarecode, tust Fernsteuern, wie du magst, ist da auch toll. Wir haben ein Wiki drauf, das müssen wir jetzt auch mal, momentan als zeitlich etwas schwierig, aber wenn du irgendwas Tolles gefunden hast, schreibst du ins Wiki rein und das soll auch so, sag ich mal, zentraler Anlaufpunkt für alle, die Lust haben, bauen am Wohnmobil haben, dass man es da reinsetzen kann. Ist immer hier auch der Gedanke, das ist mir egal, ob jemand diese Informationen als Hersteller nutzt, als Händler nutzt oder einfach der Privatmann. Viele haben halt einfach das Problem, man findet keine Dokumentation. Und es ist ja so, wenn man dann mal, es gibt spezielle Anleitungen für spezielle Versionen. CB als Elektroblockhersteller hat, glaube ich, gefühlte 20 Versionen desselben Elektroblocks, wo wieder irgendein Stecker anders ist, weil wieder irgendein Hersteller irgendwas war und es ist nirgendwo dokumentiert. Dass man einen Schaltplan vom Wohnmobil her beikommt, wenn man das Fahrzeug hat oder nachfragt. Wenn man als Privatmensch nachkommt, so, ja, da muss der Händler nachfragen. Er fragt der Händler nach, so, ja, dann haben wir nichts. Ja. Wir wollen auch mal gucken, dass wir jetzt irgendwie, wer Lust hat, Heimradio treffen sich immer ein paar Leute auf dem CCC-Camp, Lust zum Austausch hat oder auch einfach so mal kommen oder man trifft sich mal am Campingplatz. Haben wir auch vor, dass man uns einfach mal die Community zusammensetzt, sagt so, ja komm, was machen wir, was habt ihr, mal ein bisschen debuggen. Oder wenn jemand irgendwie hat, sagt, ich habe jetzt ein Wohnmobil, guck mal, da ist das verbaut, willst nicht mal drauf gucken, wie das funktioniert. Ich habe jetzt auch einen, der hat so eine neue Hümer-Steuerung, der hat mir gesagt, sobald du das fertig hast, mach mir irgendwas anderes, ich möchte das nicht mehr haben, weil es halt so schlecht ist. Ja. Ich weiß nicht, wie wenig in der Zeit. Die Regie? Tut. Weil im Endeffekt bin ich soweit durch. Wir haben eine zentrale Seite. Wir haben mittlerweile einen eigenen GitLab-Server mit dem Wiki und einem Blog. Das ist einfach womolin.de. Die Telegram-Gruppe, auch wenn ihr jetzt nicht in Telegram reingehen wollt, aus irgendeinem Grund, einfach mir eine E-Mail schreiben oder gucken, ich bin auch in der Streamer oder Signals erreichen.
einfach Bescheid sagen, immer wieder gerne im Austausch interessiert, wenn ihr Lust habt, irgendwie Hardware zu testen oder auch selber mal Hardware zu entwickeln oder sagt, ich habe Lust, an der Software mitzumachen. Wir versuchen das halt auf dem Caravan dann vorzustellen. Und das muss auch nicht umsonst sein. Ne? Also es ist nicht so, dass hier irgendwie gesagt wird, ja, macht ihr was dafür und dann schickt irgendwie Leoborn ein, sondern es ist ein aus der Not geborenes Projekt. Und klar, es wird eine kommerzielle Version davon geben, aber hauptsächlich geht es mir auch darum, dass es auch einfach mal eine schöne Lösung gibt und Leute Spaß dran haben und einfach das Hobby Caravan auch irgendwie mal auf dieses Jahrtausend zu bringen. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Keine Fragen. Wie gesagt, einfach nur. Ah, ist jemand? Ja, hallo Stitch. I don't read that. I could. It's really interesting. For 3 years ago, I was in a caravan salon in Düsseldorf, and some guy from Truma says, "Oh, you are you," and I get an exclusive to the factory, and he also gives me this INADX panel. So, yeah, it's so interesting. Even Truma have massive problems. You get companies design something. Also auch die Caravan-Industrie hat quasi unheimlich Probleme, überhaupt Leute zu finden. Und der Einzige, der wirklich was gemacht hat, ist Hümer mit seinem Hümer Connect. Aber die haben das zum Beispiel auch von Rafi entwickeln lassen, das Board. Und auch die Software ist wieder von einer externen Firma gearbeitet. Mir hat mal jemand, mit dem ich chauffiert habe, ja, er hat mal irgend so ein CI-Panel für Hobby gemacht. Die Firmen selber haben nicht die Expertise, das zu machen. Und die Zulieferer hängen in ihrem CI-Bus drin und es geht halt nicht weiter. Der nächste. So, Dokumentation. Ist das überhaupt an? Ja. Ja, okay. Ja, die Dokumentation ist ja unter NDA. Gibt es einen Grund von den Firmen oder geben Sie einen Grund an, warum Sie das machen? Es ist mir nicht klar. Ich hatte mal auch mit jemandem geredet, also der Caravan-Industrieverband, man muss dort Mitglied werden. Ne? Es gibt dann diese Kooperationsvereinbarung, wo man schreiben muss. Da steht halt drin, dass du am Protokoll nichts ändern machst, was hier sinnvoll ist. Warum Sie die Dokumentation, hier geht es ja darum, dass wir Komponenten benutzen, die einfach auf dem Markt sind, einfach sagen können, okay, ich will das einfach bedienen. Warum das unter dem NDD ist, das muss man den Caravan-Industrieverband sagen. Ich erwähne auch immer nur CI und nicht CI-Bus, weil CI-Bus ist wieder ein eingetragenes Markenzeichen. Wenn ich das irgendwo auf meine Homepage schreibe, werde ich wahrscheinlich abgemahnt oder sowas. Ich weiß auch nicht, warum. Ich verstehe diese Politik nicht. Ich verstehe ja, dass man sagt, du musst, wenn du damit machst, dass du sagst, okay, deine Dokumentation muss halt richtig sein. Du darfst nur nach vorheriger Ankündigung was ändern oder sowas, dass die anderen das halt mitkriegen mit Vorlauf. Alles in Ordnung, habe ich keinen Stress mit. Aber warum man das unter einem NDA macht und quasi heute noch was zu entwickeln, was nicht unter Open Source steht, ich finde es halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Das muss man im Caravan-Industrieverband sagen. Aber leider ist das alles sehr schwierig mit denen. Ich kenne Leute, die da Mitglied geworden sind, die sagen, das ist auch so, ja, das ist ja alte weiße Männer. Alt weiß man. Ja, ich bin mir auch alt, aber das kann ich nichts dafür. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Kurze Frage zum Thema Nachrüsten. Ich habe einen, ja, ich glaube mittlerweile 30 Jahre alten Wohnwagen. Macht es aus deiner Perspektive Sinn, sowas zu nehmen und da eure Automatisierungslösung quasi nachzurüsten oder ist es so viel Aufwand, dass das eher nicht zielführend ist? Ja, im Prinzip, wenn man so einen Wohnwagen hast, ne? So ein Wohnwagen zum Beispiel ist es schon schön. Also die Heizung ist schwierig, weil das ist ja meistens diese analoge S2000 oder sowas. Das wird auch nur schwierig, da was zu machen. Da müsstest du dann, wenn du die mal automatisch steuern willst, dann müsstest du ja quasi ein anderes Gasventil mit Flammdetektor und sowas einmal. Das würde ich nicht machen, weil das sicherheitstechnisch schon schwierig ist, weil dann muss das wirklich richtig gut gemacht werden. Es sei denn, du willst die Heizung tauschen, baust eine Kombi ein oder sowas, dann ginge das. Aber zum Beispiel Lichtsteuerung, auch interessant, wie ist der Status mein Fahrzeug? Zum Beispiel gerade beim Wohnwagen Feuchtigkeit, habe ich irgendein Feuchtigkeitsproblem so ein Fahrzeug? Das ist einfach machbar und in Sache im Prinzip, da reicht auch wirklich so ein ESP32, ein Raspberry Pi, ein bisschen ganz einfach Schaltmodule, mit denen du viel machen kannst. Mir hat einer jetzt schon gesagt, es gibt einen Trick für die Trummer, hat mir heute jemand gesagt, da gibt es so einen Sicherheitstemperaturschalter und wenn du dem im Lastwiderstand heizt, denkt die Heizung, es ist zu warm und schaltet ab.
Damit kannst du auch die Leistung einer solchen alten Trommel steuern, ohne dass du in diesen Gassicherheitsgeschichte mit eingreifen musst, weil dann regelt die einfach nur die Flamme runter. Ganz also simples Prinzip, aber man muss da wirklich beim Gas ein bisschen aufpassen. Aber wenn du sagst, eine etwas modernere Heizung einbaust, selbst wenn es eine ältere ist, die zum Beispiel ein NTC hat, dann emulieren quasi einfach diesen mit dem veränderbaren Widerstand, kannst du auch dort regeltechnisch eingreifen, also steuerungstechnisch, und dann regelt die Heizung selber zurück. Machbar. Cool, danke. Ja, bitte. Jetzt. Ich habe einen Kommentar und eine Frage. Also erstmal, dass Tischler das zusammengebaut haben, die Wohnmobile, ist bezweiflich, weil wenn ich so bei meinem gucke, irgendwie wäre ich froh, wenn es ein Tischler gemacht hätte, weil Scharniere und so, solche Sachen, das ist echt Spielkram stellenweise, ja. Das fliegt irgendwie, weiß nicht, nach 20 Mal benutzen, übertrieben gesprochen. Der kurze Einwand dazu, wir haben eine 3,5-Tonnen-Problematik und die Basisfahrzeuge werden immer schwerer. Die müssen diesen absoluten Leichtbau machen, dass sie mit 200 Kilo Zuladung und zwei Personen drin noch irgendwie hinkommen. Das ist der Grund, warum das alles nur noch so windig ist. Ja. Also wenn du ein 3,5-Tonnen-Wohnmobil hast, das liegt tatsächlich daran. Ja, ist schon klar, dass, aber einige Sachen könnten besser sein. Ja, natürlich. So, denn die andere Frage, ich bin noch gar nicht so weit wie du. Wo kriegt man solche Sachen wie Stromlaufpläne her? Also ich will jetzt mir eine Solaranlage reintun, ich habe schon ein paar fette Lithium-Akkus. Aber das ist total undurchschaubar, wo ich irgendwie was anschließe. Ich will den Kühlschrank irgendwie auf Dauerplus haben und irgendwie eine Stromschiene, woanders ist kaputt, die Kabel verschwinden irgendwo drin und ich weiß nicht, wo die rauskommen. Ja, das ist ein Riesenproblem tatsächlich, dass es im Prinzip keine Dokumentation gibt. Also zum Beispiel mein Bekannter Benimas Hersteller, die liefern mittlerweile so ein DIN A4-Blatt rein. Das ist Novum, das erste Mal, dass die das am Fahrzeug mitliefern. Aber das muss auch gut aufheben, weil wenn das weg ist... Was für ein Blatt war das? Nochmal? Ein DIN A4-Blatt, da ist ein Stromlauf drin. Von wem? Vom Benimar zum Beispiel. Ja, aber das ist der erste Hersteller, ich kenne, der das dem Kunden beilegt. Okay. Also es ist unheimlich schwierig herauszufinden, auch die Hersteller geben ja den Privatkunden, dann heißt es, gehen Sie zu einem Hobbyhändler. Der Hobbyhändler hat noch was Besseres zu tun, dann muss der wieder bei denen nachbohren, auch der Kundensupport für den Händler, was ich jetzt halt live kriege mit meinem Bekannten, extrem schwierig, im Zweifelsfall durchklingeln und im Zweifelsfall einfach neu legen. Okay. Also wirklich, in der Regel hast du irgendwo so einen zentralen Elektroblock und dann gehen halt da irgendwie so ein paar 0,75 Quadrat zu irgendwelchen Lämpchen hin und sowas. Der Elektroblock ist gut, ist ein Schaut-Elektroblock, der ist schon gut dokumentiert. Da gibt es irgendwie, was weiß ich, 20 Seiten DIN A4 zu. Aber du weißt ja nicht, welche Kabel da reinlaufen. Ja, das musst du einmal ausprobieren. Also der Schaut-Elektroblock ist aber auch 1990 stehen geblieben. Also die können immer noch keine Lithium laden und die Technik. Aber immerhin ist keine Software drin, also kann nichts passieren. Ja. Genau. Danke. Ja. Vielen Dank für den Vortrag. Weitere Fragen? Gut, wenn keine Fragen sind. Wie gesagt, ich bin noch hier auf der Veranstaltung bis Montagnachmittag. Ansonsten einfach kontaktieren. Ich sollte eigentlich bekannt sein. E-Mail steht da. Die Folien lade ich gleich noch hoch ins Frapp. Und einfach nach kontaktieren, wenn irgendwas ist. Immer gerne. Mal Zeit lassen, dass ich mal einen Tag später erst antworte oder so. Kann mal passieren. Ansonsten, wer Bock hat, einfach über das Thema zu reden, irgendwie Ideen hat oder so, einfach meldet euch. Wir sehen uns später auf der nächsten Chaos-Veranstaltung und dann... Vielen Dank.